Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. Ja, ich habe jetzt einen Moment nachgedacht, weil hat euch den Name. In der letzten Folge haben wir den relativ kurzen Part 5 abgeschlossen. Jetzt begeben wir uns in Part 6, Stone Ocean. Und ich finde irgendwie, Jolene sieht voll sexy aus in diesem Bild. Ist mal ganz ehrlich. Ja. Jetzt dreht sich die Geschichte um was? Jetzt schon? Die Geschichte dreht sich jetzt um Jotaro Kujos Tochter. Ja. Und wir sind schon direkt im letzten Kampf. Okay. Meinetwegen. Nicht abgeschlossen. Ohne. Okay, ich nehme schon an. Ich weiß nicht, was das bedeutet. 2011年 のアメリカ。クージョー・ジョリーンは無実の罪により州立グリーンドルフィンストリート自由警備刑務所に収監された。しかしそれは刑務所の神父エンリコ・プッチが仕組んだ罠だった。いや、彼はジョリーンの父クージョー・ジョータローを待ち伏せし、その記憶とスタンドをディスクにして奪い去る。ディオの残した天国へ行く方法を手に入れるためだ。そして今プッチはジョリーンとその仲間たちの不意をついて致命傷を与え、長年の悲願を達成しようとしていた。天国へ行く方法。Also klar, wir kämpfen jetzt schon gegen Vater Pucci oder Pucci oder weiß ich nicht. Jetzt wird nicht aufgepasst. Jolene tritt gegen Pucci an. Pucci, Pucci, ich weiß es nicht. Ich sag Pucci. Nur sie kann es mit Pucci aufnehmen. Um die Disc zurückzuholen, fordert sie ihn zu einem Duell heraus. Ich habe gesagt, vielleicht wird der kürzeste Part von allen bis jetzt. Okay, aber sollten die auch so darauf eingehen, ne? Was soll's? So, ich denke mal, wir dürfen nicht verlieren. Ja, du bist auch eine coole Sau. Stone Free! Ah, da Pucki. Oh, wie heißt er? Weather Report. Na, was kannst du denn? Sehr gut. Nein. Hey, gib mir das wieder. Also, kann ich keine Techniken jetzt einsetzen? Oh nein, die Frösche. Pass auf. Kann ich keine Dings einsetzen, oder was? Ich glaube, ich kann keine Fähigkeiten einsetzen, weil er mir nichts geklaut hat. Hey, da liegt sie ja. Manchmal. Kann ich die aufheben? Habe ich sie aufgeben? Ja, ich habe sie aufgeben. Balleinschlag. 1000 Treffer. Krass. Was? Okay, ich kann den Angriff verzerrt, verspätet einsetzen. Ich muss noch ein bisschen mit dir rumexperimentieren. Das scheint ja auch sehr kurz zu sein hier. Ah, ich will das Ding sehen. Wo ist mal hier? Aha. Stone Ocean, what? Stone Free heißt das Ding, meine Güte. Sie sind einfach nach dem Park benannt. Da kommt was Frösche, ne?
Das ist schon wieder ein bisschen broken. Hat Dio irgendwie auch voll oft gemacht. Meine Güte, was hat denn für eine Reichweite? Nein, jetzt bin ich vergiftet, nehme ich an. Pink bedeutet immer, lila bedeutet immer vergiftet. Nein! Boah, jetzt liegt das Ding wieder hier oben, ne? Nein! Und bam, jawohl. Sehr schön. Ich sag nicht, jetzt kommt schon der letzte Kampf. Okay. Ich kapier's jetzt. Ich habe, wenn das hier nicht so lange dauert, Part 7 direkt da dran hängen. Aber nee. Mal ein paar Bonusmissionen machen. Okay, das geht doch noch ein bisschen weiter. Schaffen wir so ungefähr die Länge wie im letzten Part, nehme ich an. Aber Jolene kämpfte vergeblich, da sich Pucky mit Green Baby, eine aus Dios Knochen geschaffene Kreatur, vereint. Um Dios Himmelstreppe, Stairway to Heaven zu öffnen, verlässt Pucky das Gefängnis. Sein Ziel ist das Kennedy Space Center von Florida. Jolene und ihre Freunde folgen ihm, werden aber von einem seltsamen Phänomen aufgehalten. Alles um sie herum wird zu einer flachen Oberfläche. Pucky fordert die entsetzte Jolene mit seiner neuen Kraft Full Moon zum Kampf. Ist der Full Moon? Pucky beginnt im Full Moon Modus. Spezial, nicht abgeschossen, Spezial, nein, okay. Cape Canaveral no chi ni eikyou wo uketa. Oh, wir kämpfen da, wo der Gravitation verändert hat. Oh, hi. Du hast mehr bekommen. Okay. Was los auf, Mann? Mach ein Foto, voilà. Der läuft einfach weg, Mann. Na. Dumm. Nein, er wird ab. Ja, genau, oh Gott. Simon, genau, so ist er. Jetzt. 1000 Treffer. Natürlich. So, ich soll irgendwie was. Oh Mann. Hey, hier geblieben. Oh mein Gott, setz jetzt seine Dinge ein. Oh Mann. Bitte. Was zum? Oh nein. Das ist ein bisschen zu früh, Mann. Mann, ich bin voll langsam. Hör auf, die Zeit vorzuspulen, Mann. Mein Gott, sogar der Timer geht schneller runter. Was zum Teufel? Was ist das für ein geiles Future? Ja, ich weiß, die Zeit wurde beschleunigt, aber trotzdem. Eine Pflicht, nicht. Warum habe ich jetzt die Schwierigkeiten, meine Gegner zu bringen? So, ich soll irgendwas Spezial einsetzen. Der Preis des Sieges. Ha, Kettenreaktion. Nie ohne meine Kette. Oh, sehr gut. Oh
Ja, lauf da rein. Au! Ich glaube, der ist schon voll überpowered mit dem C-Moon. Warte, komm her. Und zack! Babs! Eingefangen. Darf so jetzt gewesen sein, oder? Vielleicht hat er keine AP. Doch jetzt. Willst du schon sehen, Jolin? Was muss ich jetzt noch machen? Keine Ahnung, ich spiel einfach. Aha. Ah, du besser. Boah. Im Namen des Mondes werde ich dich bestrafen, ich weiß. Will ich doch gar nicht einsetzen, Mann. Ja, Mann. Nein, schon wieder. Schon wieder. Ah, mitten ins Gesicht. So, zack. 1000 Würfe, hat sie eigentlich gesagt, glaube ich. Hey, den habe ich auch noch nicht eingesetzt, lange. Bams. Doch, keine Ahnung, was ich hier noch einsetzen muss, aber egal. Ah. Ach schon, das muss jetzt gewesen sein. Nein. Nein, echt jetzt? Oh, das gibt's doch nicht. Genau. Boah, der mich nur erledigt hat. Ich krieg die Krise. Ah. Ach ja. Boah, jetzt gibt er mir direkt auf die Nase. Wahrscheinlich gleich gegen den Kämpfen, während der die ganze Zeit in diesen einen Modus wäre. Er war ja voll um. Ja. Nein. Ich hab abgewehrt, Mann. Ich krieg den einfach nicht. Da wird davon getroffen. Na schade. Das kann nicht mehr getroffen werden. Was soll ich denn machen, wenn er sich wieder diesen einen Angriff einsetzt? Ich könnte den irgendwie nicht aufhalten. Ich bin hinterher gesprungen. Da schon wieder. Was zum Teufel? Ich kann den nicht treffen. Ich bin jetzt eigentlich gespannt, wie die Zeit hier abläuft. Sieht immer richtig geil aus. Bleib mir bloß fern. Tja, ja, mehr AP.
seine eigenen Fähigkeiten erledigt. Er ist dann bestimmt angepisst. Wie mache ich den einen Angriff nochmal? Dich. Nein, au. Ich glaube, er wurde auch getroffen, ne? Jetzt hört sich an, als würde ich sagen, thank you. Auf Japanisch, Englisch meine ich. Ja, ich diesen Luftangriff mal gemacht. Nur noch meine Kette, da habe ich das gemacht. Bah. Ist jetzt gut, Mann. So, bleibt doch bloß stehen, wenn das Ding da runterkommt. Sehr gut. Ich bin auch getroffen. Essen. Komm her. Und weg ist er. Bams. Ball einschlag. Was soll das bedeuten? So, jetzt müsste der letzte Kampf kommen. Wenn ich jetzt gegen den kämpfen muss, während er in diesem einen Modus ist, ne? In den Zeitvorspulen-Modus. Dann wird's übel. Yes, yes, yes. Das muss ja jetzt die letzte sein, eigentlich, ne? Made in Heaven. Made in Heaven, okay. Furchterregende Made in Heaven. Hat die Macht, die Zeit im gesamten Universum zu besteuern. Made in Heaven, oder was? Heißt das so? Heißt das Derby in Heaven? Keine Ahnung, war wohl anders übersetzt in dem Manga, den ich gelesen habe. Der mit dieser schrecklichen Kraft ausgestattete Pookie tritt gegen Jolene in einen finalen Kampf an. Auf Anastasias Rat. Ich weiß jetzt nicht, ob der Typ jetzt wirklich so hieß. Ich glaube, der ist ein bisschen anders, aber ich weiß jetzt nicht den Namen. Begeben sich Jolene und ihre Freunde zum Meer, um gegen Pookie im Kampf anzutreten. Jotaro wird jedoch durch Pookies Taktik besiegt. Auch Hermes, Costello und der ist Narzisst, glaube ich, irgendwie. Narzisst, Anastasia, fallen ihm zu Opfer. Damit Emporio entkommen kann, stellt sich Jolene Pookie entgegen. Alleine. Ja. Und dann stirbt sie. Der ist echt im Dingsmodus. Leckt mich. Okay, der hat den Putschi ausgesprochen. Klingt mir wie so ein Hundename. Pucci! Oh nein, wenn er jetzt die ganze Zeit in dem Modus ist, ne? Ich bin die ganze Zeit langsamer. Oh Mann. Okay, das scheint Made in Heaven zu heißen. Tu dich in Zeitlupe fertig machen, was willst du machen? Wäre ganz schön peinlich, wenn ich du wäre. Vor allem denen seine... Stimmt, die Zeit! Muss gar nicht so auf den draufhauen. Kann der ruhiger die Zeit vorspulen lassen. Dann viel mehr für die ganze Zeit abziehen. Das sieht doch mal richtig episch aus, ganz ehrlich. Vor allem der Hintergrund und so. Das Universum wird neu geformt. Ich erfinde das jetzt hier nicht. Ich muss hier noch ein bisschen Schaden anrichten. Okay, das war gut. Sehr gut. Meine Güte, gewonnen. Das war ein schneller Kampf. Nein, Stone Ocean steht da. Meine Güte. Das ging schnell. Vater Pucci, ja gut.
Extra Episode freigeschaltet, okay. Schön. Auch wenn er zu kurz war, war richtig Action geladen, fand ich. Ja, Stone Ocean dann hat das größte verwirrendste Ende von allen JoJo's. そしてエンポリオは一巡後の新しい世界でのグリーンドルフィンストリート刑務所にたどり着く。そこでエンポリオはウェザーリポートが死に際に乗ったタスクを用いて彼のスタンドを発言させプッチを倒した。 Haben echt so viele Künstler was dann gegen, dass man deren Namen verwendet oder Bands oder was so, was bringt denn das? あんたは因縁が切れなかった。私は死んだ。人類の運命が変わってしまうぞ。人々は時の旅で見た運命を見なくなる。覚悟を知ることがなくなるんだ。覚悟こそ幸福ということを思い出してくれ。 ここでは私は死ぬわけにはいかないのだ。わからないのか。お前は運命に負けたんだ。正義の道。わからないのか。いや、ハッセンそれナパス。お前は運命に負けたんだ。正義の道を歩むことこそ運命なんだ。やめろ。 知った風な口を聞いてんじゃないぞ。このちっぽけな小僧が。その後、エンポリオは刑務所前のバス停でアイリンという名の女性と出会う。彼女はプッチが死亡したため、 改変された別の歴史に現れたジョリーンなのだった。あなたの名前は？ほら乗りなさいって。お金なんて取らないんだから。名前を尋ねてくるアイリンに対し、エンポリオは悲しみをこらえて自分の名を伝える。エンポリオです。え？エンポリオ。 Und ab da wurde es sehr verwirrend, weil alle Parts davor gibt's jetzt nicht mehr. Jetzt wird das, jetzt hat man einfach so den Reset-Knopf gedrückt im Universum und die ganzen Ereignisse aus Part 1 bis 6 sind nicht passiert, sondern sind teilweise verändert. Deswegen ist auch jetzt andere Charaktere und andere Ereignisse gibt. Ja. Ab da wird's richtig verwirrend. Ja, und in diesem Universum spielt Steel Ball Run Part 7, aber den spielen wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.